Der Gewinner ist German Bionic Systems. Gratulation an GBS. Die Jury hat sich beim Deutschen Gründerpreis in der Kategorie Startup für German Bionic Systems entschieden. Ein Riesenerfolg für das junge Unternehmen. Erst jüngst wurde der Kunde der Stadtsparkasse München mit dem Bayerischen Gründerpreis ausgezeichnet. In Berlin wurde den beiden Gründern Peter Heiligensetzer und Armin Schmidt nun eine weitere begehrte Trophäe überreicht. Ja, ganz tolles Gefühl. Also war es schon super, bei den Top 3 nominiert zu sein überhaupt, aber da nochmal wirklich zu gewinnen, ist nochmal eine Stufe drauf. Es ist fantastisch und wir freuen uns ungemein und vor allen Dingen auch für unser ganzes Team. Also wir sind super stolz drauf. Der Deutsche Gründerpreis ist die bedeutendste Auszeichnung für herausragende Unternehmer in Deutschland. Begleitet wird GBS von der Stadtsparkasse München als Finanzpartner. Er ist bayerischer Preisträger und jetzt auch noch Preisträger für den Deutschen Gründerpreis. Das freut uns natürlich total, dass unser Kunde die Auszeichnung gewonnen hat und wir gratulieren recht herzlich dafür. Die Stadtsparkasse München berät seit mehr als 25 Jahren mit einem eigenen Gründerzentrum Startups zu Finanzierungen. So auch die GBS seit ihrer Gründung 2017. Die Stadtsparkasse München steht natürlich unter anderem auch für Gründer und für Startups und Startup-Finanzierungen. Und ja, wir haben einen der Gründer und Geschäftsführer schon lange als Privatkunde. Er war mit unserer Beratung sehr zufrieden und hat uns dann auch als Finanzpartner gewählt, als es darum ging, sein Startup zu begleiten. German Bionic Systems entwickelt sogenannte Exoskelette. Sie unterstützen den Rücken beim Heben und beugen so Berufskrankheiten und Arbeitsunfällen vor. Ein hilfreiches Arbeitstool der Zukunft. Es ist ein Skelett, das ausschaut, ich sag mal, wie ein Rucksack, das man sich auf den Rücken schnallen kann und das dann den Rücken entlastet. Wie entlastet er? In der Verbindung, dass wir, wenn wir die Bewegung machen, die gerade einfach unseren Rücken sehr strapazieren, wenn wir was heben, dass dann die Technik mit eingreift und entlastet. Bis zu 25 Kilo des Gewichtes und damit ist es schonend und kann vielfältig eingesetzt werden. Die innovative Technik und unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Bevölkerung in Deutschland haben auch die Gründerpreisjury überzeugt. Natürlich eine ganz tolle Bestätigung für die Arbeit, die wir machen, für das Team. Natürlich haben wir auch so schon gutes Feedback von Partnern und Kunden, aber so ganz offiziell so einen ganz tollen Preis zu bekommen, eine super Motivation für das Team. Die Wahrnehmung nach außen ist natürlich fantastisch, dass viele Menschen wissen, was ein Exoskeleton ist und auch was man damit anstellen kann. Also perfekt, besser kann es nicht sein. Die Stadtsparkasse München hat für Unternehmensgründer wie GBS ein eigenes Start-up-Center. Im Schnitt finanziert es jeden zweiten Tag eine Gründung.